Hi, ich bin der Fabi Wibmer und heute zeige ich euch mal, wie man einen Nosebonk macht. Nosebonks sind ja zurzeit mega im Trend, schauen richtig stylisch aus und man kann sie eigentlich so ziemlich überall einbauen, egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder beim Cruisen in der Stadt. Wichtig ist, dass ihr schwungvoll anfährt, nicht zu langsam und nicht zu schnell. Dann kommt die Bewegung mit dem Bunny Hop. Den Bunny Hop solltet ihr eh bereits können und dann geht es über in die Hauptphase. Sobald das Vorderrad sich über dem Gegenstand befindet, drückt ihr das Bike mit euren Armen nach unten, das Vorderrad bounced auf der Bank und ihr drückt euch dadurch gleichzeitig mit dem Bike von der Bank nach oben und nach vorne ab. Einfacher geht es, wenn ihr euer Hinterrad beim Sprung leicht versetzt, somit kann euer Hinterrad nicht am Gegenstand hängen bleiben. Sobald ihr euch dann abgedrückt habt, schiebt ihr das Bike mit euren Armen nach vorn, landet und rollt weiter. Meine drei Top-Tipps: Stellt euer Fahrwerk etwas härter ein, das heißt schneller einen Rebound, somit könnt ihr auch beim Bunny Hop schön sauber abziehen. Zweitens, Timing. Beim Timing ist darauf zu achten, dass ihr nicht zu spät abzieht, somit kann euer Hinterrad und Vorderrad nicht beim Absprung hängen bleiben. Und drittens, macht einfach Trockenübungen zuerst. Macht das Ganze im Flat, probiert es aus und bekommt einfach so ein bisschen ein Gespür und Feeling dafür. Viel Spaß!